Darum geht ein Narzisst und kommt nie zurück. Wenn du in einer Beziehung, wobei mag das Wort Beziehung in Verbindung mit Narzissten eigentlich gar nicht verwenden, aber wenn du also in diesem Partnership bist und es plötzlich von heute auf morgen vorbei ist, dann hört man ja immer wieder, und das kennst du ja auch, diesen Spruch, naja, es gehören ja immer zwei dazu. Eben nicht. Denn das Ende einer Beziehung mit einem Narzissten oder einem toxischen Menschen ist absolut nicht mit einer normalen Trennung zu vergleichen. Man kann eben hier nicht davon sprechen, dass immer zwei dazugehören, die das Beziehungsaus verursachen. Doch warum ist denn das so? Weil es in dieser Shitshow nie um dich, sondern immer um den Narzissten ging. Zwischen ihm und dir gab es keine echte Verbundenheit, die auf Liebe beruhte, sondern nur ein Traumaband, das der Narzisst schuf, um dich so lange wie möglich an ihn zu knebeln und dich emotional missbrauchen zu können. Seine Liebe war gespielt, nur der Missbrauch war echt. Und nun ist er weg und du weißt nicht, wo du plötzlich stehst. Auf der einen Seite spürst du Befreiung und eine himmlische Ruhe in dir. Auf der anderen Seite leidest und hättest du noch einige Fragen an den Ex. In diesem Video wollen wir mal der Frage nachgehen, warum Narzissten ohne ein Wort des Bedauerns so einfach gehen können und warum sie, ich hoffe es für dich, inständig niemals wiederkommen. Wenn dir das Thema gefällt, dann bitte ich dich mit einem Like oder Abo um Unterstützung dieses Kanals. Meinen Teammitgliedern danke ich besonders für deren Support. Dankeschön. Ein Narzisst verspürt eine innerliche Leere. Es ist so, wie wenn Licht brennt, aber es ist niemand zu Hause. Diese Leere, sein zerbrechliches Ego, versucht er beständig zu füllen bzw. zu boostern. Das tun persönlichkeitsgestörte Menschen auf verschiedene Art und Weise. Eine beliebte Methode, wie sie sich selbst weismachen, so überaus beliebt und begehrenswert zu sein, ist, ständig nach neuen Zufuhrquellen Ausschau zu halten und über diese sowohl ihre Bedürfnisbefriedigung zu erlangen, als auch Bestätigung für ihr illusioniertes Selbstbild eines perfekten Menschen zu bekommen. Dafür reicht dem Narzissten eine Zufuhrquelle, aus dem Englischen Supply, nur für kurze Zeit, wenn überhaupt. Nach der Lovebombing-Phase kommt deren Ernüchterung, was den neuen Beziehungspartner dich anbelangt. Zu Beginn glaubten sie in ihm die perfekte Ergänzung zu haben und an ihm auch heilen zu können oder an dir, wenn du es bist. Sie sahen die emotionale Vielfalt, Lebensfreude und positive Lebensanstellung. Und das wollten sie sich auch mit in die Beziehung, in ihre Welt holen. Ja, ihre Welt, denn sie leben nicht in der Realität. Aber dann kam der Alltag und damit die Erkenntnis des Narzissten, dass sein Partner doch nicht der Übermensch ist, den sie glaubten, für sich an Land gezogen zu haben. Mehr und mehr müssen sie dann einsehen, dass ihr Partner doch nicht die Vervollkommnung ihrer selbst ist. Und nur nebenbei, man kann es und muss es auch nicht sein. Aber für einen Narzissten reicht man dann eben nicht mehr als Hauptzufuhrquelle zumindest aus. Aber vielleicht ist es ja Person X oder Y von nebenan. Diese hat Herr Frau Narzisst ja bereits über diverse Social-Media-Kanäle schon an der Angel. Doch was soll nun mit dir geschehen, wenn der oder die Next für den Austausch schon bereitsteht? Da du den Narzissten enttäuscht hast, nochmals, es ist nicht deine Schuld, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat, kommt es zur Abwertung und zum Diskard-Entsorgung. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass jede Narzisstenbeziehung ein Ablaufdatum hat. Ein Narzisst kann nicht anders. Er wird immer wieder in diesem toxischen Kreislauf, Lovebombing, Abwertung, Diskard, vielleicht Hufern verfallen.
Aber auch das zeigt wieder, wie wenig solch eine toxische Beziehung mit einer gesunden Beziehung zu tun hat. Da narzisstische Menschen seit ihrem Kindheitstrauma voller Scham sind und nicht mit jedem ihrer Fehlverhalten weitere Schuld- und Schamgefühle auf sich laden wollen, begründen sie vor sich selbst das abrupte Beziehungsaus damit, dass du etwas falsch gemacht haben musst, bei aller Manipulation, Fremdkehrerei und Erniedrigung dir gegenüber. Du bekommst am Ende die Schuld dafür zugeschoben. Das muss Mann, Frau erstmal verdauen. Nicht nur, dass dir, dem Partner, jegliche Schuld für das alles, was in der Beziehung schief lief, zugeschoben wird. Ein Narzisst spürt, wenn sein Partner ihm auf die Schliche seines missbräuchlichen Verhaltens kommt. Und als Kontrollfreak muss und wird er daraufhin diese Beziehung beenden. Er weiß aus zahllosen, zerrütteten Partnerschaften in der Vergangenheit, ja, dass die alle ein Ablaufdatum haben. Entweder ist dann beim Partner finanziell, materiell nichts mehr zu holen oder dieser ist emotional ausgelaugt und gibt dem Narzissten nicht mehr genügend Bewunderung und Anerkennung, die so ein Narzisst dringend zum Überleben braucht. Und spätestens, wenn der Narzisst spürt, dass sein Partner Gedanken an eine Trennung hegt, wird er sehr rasch die Trennung aussprechen, respektive einfach verschwinden. Die wahnhafte Vorstellung, niemand könne eine so großartige Person wie ihn verlassen, verlangt es einfach von ihm. Denn wenn der Narzisst die Trennung ausspricht, dann muss er sich nicht mit Selbstzweifeln befassen, ob er möglicherweise ja doch nicht so großartig und fehlerlos ist, wie er immer von sich dachte. In Sachen Trennung sind diese Menschen herzlos. Und das liegt daran, dass es ihnen an Mitgefühl für andere, ja, auch für den Beziehungspartner mangelt. Und Menschen sind entweder nützliche oder unnütze Objekte für einen Narzissten. Das kann dann mal weg, das hilft mir nichts mehr. Und aus besagten Gründen ist sein Partner, wenn er nicht mehr liefert, Bedürfnisbefriedigung, Hofierung, Anerkennung, Bewunderung, whatever, dann ist er für den Narzissten eben zu einem unnützen Objekt geworden. Ein Abschlussgespräch gibt es dann meist nicht mehr. Und das braucht man ja eigentlich auch gar nicht, denn die Taten eines Narzissten sprechen für sich und, kennst du ja, Taten zählen mehr als Worte. Und genau so sieht es auch der Narzisst. Taten zählen mehr als Worte, das sieht der Narzisst. Und er will sich bei einem eventuellen Abschlussgespräch auch gar nicht anhören müssen, was er alles getan hat. La, 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 ich bin gut, du bist schlecht. Wir sprachen ja bereits darüber. Er würde dann nämlich weitere Schuld- und Schamgefühle auf sich laden, wenn du ihm alles sagen wirst, was er sich geleistet hat. Und damit müsste er dann umgehen. Also, es geht immer, selbst bei der Trennung, um den Narzissten. Er wird und kann sich im Gegensatz zu den meisten seiner Ex mit einer Trennung aber sehr gut fühlen. Denn der Narzisst stellt sich in seiner wahnhaften Vorstellung einfach über die Realität. Es lag nie an ihm, er war immer der Beste, er hat alles für die Beziehung getan, alle anderen waren und sind immer schuld, egal was kaputt geht und was der Narzisst zerstört. Das ist zumindest sein krankes Mindset, seine Wahnvorstellung, seine Lebenseinstellung. Diese Menschen sind bindungsunfähig und haben bereits während der Beziehung ein Nähe-Distanz-Problem. Nähe, wenn sie Anerkennung brauchen und Bedürfnis haben, dann sind sie da, aber auch nur, wenn es ihm passt oder ihr. Distanz, wenn sie mal wieder auf die Jagd nach neuen Zufuhrquellen gehen wollen. Es wäre nie langfristig gut gegangen. Dieses Wissen, was wir hier besprechen, das soll dir helfen zu verstehen. Die meisten Betroffenen narzisstischer Beziehungen werden einfach so ausgetauscht. Ohne Aussprache am Ende
und ohne ersichtlichen Grund. Und wenn das bei dir passiert ist, dann bist du nicht alleine damit. Aber du kennst nun die möglichen Gründe für eine Trennung, die wirklich von heute auf morgen, von jetzt auf gleich erfolgen kann. Verstehe also bitte und mach dir bitte keine Vorwürfe. Du bist vermutlich das Opfer eines Menschen geworden, der eine Persönlichkeitsstörung hat. Und darum war das Beziehungsende ja auch praktisch vorprogrammiert. Es war ein unfaires Spiel. Von Beginn an wurdest du getäuscht und belogen von diesem Menschen. Als du dann in der narzisstischen Beziehungsfalle warst, dann kam der emotionale Missbrauch hinzu und nach fiel die Maske der Freundlichkeit des liebenswerten Menschen. Mit diesem Wissen sollte es dir hoffentlich etwas einfacher fallen, diese Beziehung zu verstehen, zu heilen und damit abzuschließen. Falls du weitere Hilfe dabei benötigst, Kontakt über mein Profil. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und Abo freuen. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.